bräuchte die Axt. Die Axt. Die Hacke für. Ich lasse das jetzt erstmal noch offen. Das Problem ist, hier unten kriegt man es sauber mit einer Kante irgendwie zu, wenn man da einfach so einen normalen hinsetzt, hat man hier jetzt eine schöne Kante. Das Problem ist, das geht hier oben bei den Schrägen nicht. Es gibt keine Schrägen, die so auf halb passen, deswegen ich lasse es erstmal offen. Schön machen kann man das dann immer noch. Mir geht es jetzt erstmal nur darum, dass die Form ja vernünftig ist und dass wir das Haus jetzt mal so ein bisschen erweitern. Zumindest in der Struktur, dass wir so ein bisschen die Form bekommen, die wir haben wollen. Das heißt, so, jetzt muss man nämlich ganz kurz mal abzählen. 5 waren das immer, ne? 1, 2, 3, 4, 5, genau. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Dann neben. 1, 2, 3, 4, 5 und daneben. Eins, zwei, drei, vier, fünf und daneben. Ja, man sieht, es geht sehr, sehr eng an diesen Weg und es passt auch so gerade hinten über die Kante. 1, 2, 3, 4, 5 und daneben. Ja, also man sieht hier, es ist wirklich haarscharf reingezwängt an die Ecke. So einen komischen Abstieg, den wollten wir eh nochmal irgendwann neu machen, also von daher alles gut. Hier, das müssen wir auch mal gucken, wie wir das dann vernünftig hinsetzen. Ja. Man sieht, es wird sehr viel verbaut. Zack. 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 Aber ich sagte ja schon mal irgendwann, bin nicht sehr kreativ, aber ich kann gut konstruieren. Und das Haus ist halt ein sehr konstruiertes Haus. Also es folgt immer einem gewissen Schema. Es ist immer, die Abstände sind identisch, die Bauart ist identisch, die Form ist relativ identisch. Na komm. Ups, auch auf hier. Und von daher, dass es passt, ist gut, sonst müsste ich es aufwendig ändern. Wir halten uns natürlich an das Design von dem bestehenden Haus, ganz klar. Das heißt, da oben kann so ein Ups, kann so einer rein. So. So, haben wir hier, dann machen wir hier noch zu. Das sind so die überstehenden Stücke von dem Balkenkonstrukt hier. Zack. So. Hier wird natürlich dann mit den Steindingern hier gemacht, genauso wie das hier auch ist, ne, die etwas dünneren Steine. Hier drin, ja, mal schauen. Und na, hat ja fast geklappt. Und hier draußen, da kommt es dann genauso mit den weißen gebrannten Lehmblöcken. Wie das denn auf der. Na, ganz knapp nicht. Wie das dann auf der anderen Seite auch ist. So. Kann man eigentlich hier gleich draufsetzen, oder? So. 1, 2, 3. Natürlich nicht mehr rauf. Dafür ist er hier noch offen. So, zack, 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 zack. Wir müssen eh gleich nochmal hoch, weil wir ja noch diese Überlappung bauen müssen. Beziehungsweise können wir die wahrscheinlich auch von außen einfach ansetzen. Da hat er natürlich gefehlt.
So. Zack. Einmal wegholzen. Einmal rumschleichen. So. So. Und dann hier von außen. Oh, kein... Schon kein Holz mehr. Ein bisschen Holz brauchen wir noch. Wieder das mal schnell holen. Hui. Hat sich die Textur von den Kühen geändert? Oder gibt es einfach jetzt verschiedene Arten von Kühen? Hier ist auf jeden Fall schon mal wieder nachgewachsen. Das ist schon mal ganz gut. Wir brauchen aber nicht so ganz viel. Obwohl, eigentlich brauchen wir doch relativ viel, ne? Nö, das müsste... 8 Stück. Wir brauchen eigentlich nur noch die Außenüberlappung. Können wir eigentlich kurz noch mal zu Ende pflanzen. So. Das sind hier für eine Mini-Variante von dem Baum. So. Sollte reichen. So. Ja. Müsste eigentlich reichen, wir hier drin. Haben wir ja keine sichtbaren Verstrebungen. Nur noch auswählen. Na. Obwohl bei der Gelegenheit gleich mal. Was macht ihr denn hier immer mit dem. Irgendwie klickt das komisch. So. Oh. Passt trotzdem. So, da hinten noch. Na. Ich habe lange nicht mehr gespielt. Ich muss die Abstände erst noch wieder ein bisschen lernen. So, aber jetzt passt das doch hier. Zack, und da und dann durch. Sehr gut. Da hinten, das sieht schon nice aus mit dem Nebel. Gut, das sollte es gewesen sein, was das angeht. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Ups, 10. Ach komm, wir machen so viel, wie wir kriegen können. Wir werden sie sowieso irgendwie brauchen. Früher oder später, auf jeden Fall. Ja, alles klar. Das ist dann wieder so eine Aufgabe, die etwas subs, die etwas länger dauert. So. Kommen wir natürlich auch von hier drin nicht wieder hoch, ne? Ist natürlich jetzt doof gelaufen. So. Ein kleines Treppelein und hier und hier und da und da. Na komm, müssen wir gleich eh alles zurechtdrehen. Können wir dann doch eigentlich auch von innen setzen. Thank you.
Nur würde ich es halt gerne von außen drehen, damit ich sehe, was ich drehe. Passt. So muss es passen. Dann klappt's auch. Also immer schön rechtsklicken, da kommen wir dann schon ans Ziel. Ach, verdammt. Da ist der Schraubendreher auch gleich hin. Der reicht sowieso nicht mehr, das sehe ich so schon. Viermal. Nee, der reicht definitiv niemals. Da nur einmal. Ja. Und das war's. Ich hatte den aber nicht. Nee, ich habe den nicht mitgenommen. Kann man nämlich eben ganz kurz gucken. Wir haben noch einen in der Kiste. Trotzdem. Machen wir uns einfach ein. Wir brauchen den ja sowieso noch mal öfter. Zack. Minuten in der Aufnahme. Das läuft doch hervorragend. So, wir schleichen uns hier wieder außen rum. Und weiter geht's. Okay. Da fehlt doch was. Natürlich auch bei dem Turbogen muss es ordentlich sein. So, jetzt haben wir das. Das heißt, wir füllen jetzt hier einmal... Na, nicht auf, okay. Weil eventuell kann man uns den ganzen Schraubendreherkram sparen, weil hier hätte das dann mit den Sätzen auch gerade geklappt. Wir probieren das einfach mal aus. Habt ihr beim Möbel mit reingetan? Nein. Ich nehme mal kurz ein paar mit. Da haben wir noch welche, haben wir auch noch. Kleine haben wir auch noch, sehr gut. Da müssen wir wieder ein paar von machen. So. Zack, zack. 14, wieso sind das denn 14er? Dann brauchen wir die 14er nicht, dann brauchen wir die 12er. Na, nicht 10, na alle. Ups. Irgendwie reagiert die Maustaste so ein bisschen komisch. So, hier ist überall schön zu, dann machen wir hier auch nochmal eben schön zu. So. Holen wir nachher eh alles wieder weg. Mir geht es nur darum, dass wir hier die. Ja, Slabs, dicke Slabs, wie auch immer, setzen können. Würde ich nämlich gleich mal sagen, wir probieren das mal aus. Klappt ja gut mit dunkel oben, dunkel links. Dunkel oben, dunkel links. Ja, sehr schön. Also, entweder habe ich einfach nur Glück oder an der Matte hat sich ein bisschen was verändert. Die ließen sich doch mal zumindest.
Zumindest habe ich das in Erinnerung, dass die sich mal deutlich schlechter setzen ließen. Gut, dass hier eine Tür rein muss, das erklärt sich ja von selber. Ja, hier ist... müssen wir mal schauen, ob wir den einen versetzen irgendwie hier ran. Ich baue hier jetzt erstmal... Ich baue hier jetzt erstmal zu. So. Ja, und hier auch. Aber wir bauen ja jetzt auch nicht das... das fertige Produkt, sondern wir bauen eigentlich nur hier so ein bisschen diese Außenfassade, Wand, Seite, wie auch immer. Die eigentliche Integration in die Welt, die kommt ja erst noch. Wieso kann ich denn hier nicht springen? Hm. Das hat ja gut geklappt. Eigentlich will ich doch nur hier oben und hier. So. Na, dann ist es so ein bisschen in die Welt. Ah, oh, egal. Dann ist es so ein bisschen in die Welt schon mal integriert. Hier, dass das so ein bisschen in den Berg reinwächst, beziehungsweise da eben rauskommt. So. Das lief doch jetzt erstaunlich gut. Wobei die sind. Oh ne, ich wollte gerade sagen, die sind falsch rum, aber die passen. Ausgezeichnet. Ja, hier auf der Innenseite, ich sagte ja schon, ne, man muss gucken, wie wir hier oben rumkommen. Von der Idee her ist schon klar, wie es gehen soll, aber die Steine gibt es halt einfach nicht. Dafür können wir da oben gleich nochmal irgendwie eine Etage draufsetzen. Ups. Habe ich denn noch Material? Ich habe noch Material. Ah, falsche Seite. Hier ist offen. Das heißt, das Bett kommt auf jeden Fall weg. Und ich bin voll. Warum bin ich denn schon voll? Seite. Ja. Ach, jetzt habe ich die nach oben getan, so ein Quatsch. Ich brauche mal meine Baustellen hier. Ne? Gut, so. Die Reihe hier, die muss auch noch weg. So. Da kann man nämlich hier mit dem Turm ansetzen. Holz reicht natürlich wieder nicht. Das kennen wir jetzt ja schon. Nee, reicht auf jeden Fall für nichts. Das heißt, wir können hier schon mal ein bisschen andeuten. Und man sieht, der Turm hier oben, der Turm insgesamt ist ein bisschen breiter, weil das Tor einfach breiter ist. Ach. Dafür lassen sich die Dinger hier perfekt irgendwie ausrichten. In meiner Testwelt hatte ich so einen kleinen Balkon gebaut. Das könnten wir hier natürlich auch machen. Ich lasse das jetzt hier aber erstmal so. Hier ist klar, hier ist natürlich wieder ganz normal
das ganz normale Design von den Fenstern. Und Turm und so. Den lasse ich jetzt erstmal aus, den Turm. Wird wahrscheinlich der Schraubendreher wieder nicht für reichen. Ich sehe das doch schon. Dafür haben wir dann hier oben zumindest auch schon mal die Fenster soweit fertig. Da kann man dann gleich mal gucken, dass wir dann da noch die Fenster reinsetzen und dann sollte das eigentlich passen. So. Schön, dass man das alles irgendwie nur einmal drehen muss. Kommt wohl immer darauf an, wie es ausgerichtet ist. Okay. Klickidi, klickidi, klickidi. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Da ist dann wieder die Frage, wie machen wir es denn tatsächlich? Ich kann natürlich auch zwei Fenster irgendwie reinmachen, die in der Mitte nochmal trennen. Ja, aber erstmal ist das, glaube ich, so okay. Ja, erstmal passt das, glaube ich, so. So gut, okay, dann gucken wir mal eben nach. Wir denn noch Glas haben. Glas haben wir noch. Und Glasblöcke haben wir auch noch. Da kommen wir uns nämlich. Ich habe noch eine Ökokramkiste. Ich hatte doch noch irgendein Ökokram. Was hatte ich denn noch gehabt? Nee. Den Apfel nehme ich mal so mit. Da waren die Setzlänge, die ich noch kurz im Auge hatte. So. Müsste doch eigentlich 72. Ja, das müsste doch eigentlich reichen. Kriege ich eh keine mehr raus. Hier haben wir noch welche. So, was haben wir? 90. Haben wir schon hier. Ja, hier lasse ich erstmal offen. Aber hier kommen. Auf jeden Fall Platten rein. Zack. Zack. Och, zack. Die haben sich auch schon mal besser ausgerichtet, ne? Tja, was sich auf der einen Seite verschlechtert. Oder was sich auf der einen Seite verbessert, wird auf der anderen Seite dann halt schlechter gemacht. Oder ich habe es einfach nur falsch in Erinnerung, weil ich so lange nicht mehr gespielt habe. Das kann natürlich auch sein. Ich will mich da... Au! Ich will mich da nicht drauf festnageln. Müssen wir wieder hochklettern. Ich überlege gerade, was für einen Schwachsinn ich hier mache. Da oben... Idiot!